Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr am leichtesten Earnings im 1-Million-Dollar Supercup mitnehmen könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem schaut gerne auf meinem Twitch und auf meinem Twitter-Kanal vorbei. Auf Twitch werde ich beispielsweise auch heute wieder ungefähr ab 12 Uhr live sein. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Der Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Um natürlich erstmal gute Tipps und Tricks geben zu können, muss man wissen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und zwar ist es relativ killbasiert und sehr, sehr vergleichbar mit der DreamHack. Es gibt nämlich genauso viele Placement-Punkte wie bei der DreamHack und natürlich auch genauso viele Kill-Punkte. Der einzige Unterschied ist, dass man ab Top 45 einen Punkt und dann Top 25 einen Punkt bekommt. In DreamHack bekommt man Top 25 immer schon zwei Punkte. Das heißt, da ein kleiner Unterschied. Ansonsten kann man sich aber relativ stark daran orientieren, wie man DreamHack spielt. Außerdem ist das Ganze eben halt für alle offen. Das heißt, ihr habt immer keine Limitierung, eben halt genauso wie in DreamHack. Und es werden wahrscheinlich sogar noch mehr Bots rumlaufen als bei DreamHack, weil man sich immer nicht mehr dafür registrieren muss. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall eine sehr, sehr leichte erste Runde haben. Ansonsten ist das Ganze natürlich mit Marvel-Waffen, aber es ist nicht ganz einfach Marvel-Knockout-Modus, sondern es ist eben halt normales Battle Royale, das heißt normaler Arena-Modus im Prinzip, mit einem Metz-Cap von 200 Metz each, also von 200 Metz von jedem Materialientyp, und man kommt beim Siphon nur 20 Metz pro Materialientyp, aber natürlich den ganz normalen Heal von einem Kill. Und es ist eben halt mit Marvel Waffen zusätzlich noch, aber immer nicht only Marvel-Waffen, sondern man kann Marvel-Waffen eben halt finden, beispielsweise aus den Stark-Drohnen, die eben halt bei den ganzen Quinjets rumfliegen. Dort hat man, glaube ich, eine 30%ige Chance, so eine Mythical-Ability zu finden. Man kann natürlich in Doom's Domain, in Stark Industries und in Weeping Woods bei Wolverine auch die ganzen Abilities finden, und man kann zusätzlich dazu auch noch ganz normal aus Kisten die Abilities finden. Das heißt, wenn ihr ganz normal einen Ort habt mit vielen Kisten, dann habt ihr dort eben auch genauso die Möglichkeit, Abilities zu finden. Wie ich ja bereits schon gesagt habe, das ist ganz relativ killbasiert. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall auf Kills spielen. Gerade in den ersten Runden, wo schlechte Gegner sind, spielt lieber auf Kills. Trotzdem würde ich euch nicht empfehlen, in Stark Industries oder Doom's Domain jetzt zu landen, weil dort natürlich die Abilities sind und das wahrscheinlich noch mehr dafür sorgen wird, dass dort mehr Gegner landen. Wenn natürlich euch komplett damit auskennt, die besten Spieler in Stark Industries seid, wenn ihr in Arena Duos dort dauert, landet jede Runde oder so ungefähr dort eben halt gewinnt, dann könnt ihr natürlich gerne dort landen. Dann ist eigentlich das Beste, was euch passieren kann. Ihr habt Free 30 Bombs teilweise sogar. Ihr könnt es sogar locker schaffen, von Stark Industries eine 40 Bombe zu droppen, wenn ihr eben halt wirklich gut seid, weil da eben halt wirklich wahrscheinlich so viele Spieler landen werden. Und wenn ihr das eben halt könnt, dann landet dort auf jeden Fall. Wenn ihr es nicht könnt, landet dort nicht. Ihr wastet nur die erste Runde. Landet ansonsten einfach in einer ganz normalen POI. Beispielsweise, wenn ihr normalerweise Sweaty landet, landet dort eben halt auch einfach in diesem Cup. Denn rundherum sind natürlich die beiden Quinjets. Ihr habt in Sweaty natürlich viele Kisten. Und zusätzlich hat man in vor allen Dingen den POIs sehr, sehr viele Munitionskisten. Deshalb ist es nicht so gut, in irgendeinem Minispot zu landen, sondern landet dann eben wirklich in POIs. Denn mit dieser Munition könnt ihr immer sehr, sehr viel sprayen. Die Gegner haben wenig Mats. Das heißt, ihr habt immer Free Kills eigentlich dadurch. Generell Double Beam mit Scar, mit AR wird so ziemlich die beste Taktik sein, um wirklich viele Kills zu holen. Das heißt, wenn ihr einen Gegner seht, dann Double Spray den einfach, pusht dann direkt drauf, nimmt am besten so etwas wie Crash Pads mit und so weiter, damit ihr eben halt in die Boxen der Gegner reinkommen könnt. Generell würde es sehr, sehr viel auf Boxfighten sein, denn ihr habt immer nicht viele Mats, um Buildfight anzufangen. Deshalb wird das Ganze wahrscheinlich sehr, sehr häufig in einem Boxfight enden. Ein Peace Control wird sehr, sehr wichtig in diesem Cup sein. Und ansonsten eine sehr, sehr gute Strategie, die man auch nehmen kann, ist im Buschen campen. Denn dort muss er natürlich keine Mats wasten, um eine Base zu bauen, aber man kann trotzdem von dort natürlich Gegner überraschen, man kann Gegner beamen, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, wenn man da drin sitzt. Ansonsten solltet ihr natürlich auch noch mehr aufpassen, hier sind mehr Bots drin, das heißt, werden wahrscheinlich auch diejenigen in den Büschen gehen, und natürlich dadurch, dass man weniger Mats hat, werden auch nochmal mehr Leute in den Büsche gehen, und deshalb passt auf jeden Fall auf, wenn ihr selbst in den Busch geht. Allerdings ist es immer auch eine gute Strategy, um tatsächlich mehr Punkte zu holen und natürlich auch mehr Kills zu holen. Gerade dritte, vierte Zone ist es sehr, sehr praktisch, wenn man dort drin ist, da man dort eben halt sonst sehr, sehr schwierig und die Mats wieder zurückbekommen kann. Um nochmal zu den Landing-Spots zu kommen, solltet ihr auf jeden Fall einen Landing-Spot nehmen, bei dem ihr normalerweise auch landet. Das heißt, landet nicht irgendwo random, sondern wenn ihr beispielsweise in Duos dauert, schon Lazy Lake landet, landet dort eben halt auch wirklich. Das ist einfach das Beste, was ihr machen könnt, und versucht dann eben halt auch eventuell, wenn ihr beispielsweise zwei, drei Landing-Spots habt, eben halt zu dem Landing-Spot zu gehen, wo die meisten Munitionskisten sind und wo eben halt auch vor allen Dingen viele Stark-Jets nebenbei sind, denn
beziehungsweise Queen Jets nebenbei sind, denn dort werdet ihr natürlich Free Loot bekommen können, werdet safe eigentlich eine Ability finden können. Und ihr solltet auch, wenn ihr in den Bus reingeht, dann seht ihr ja die vier Queen Jets, die sich irgendwo verteilen, solltet ihr auch darauf achten, also wisst, wo die sich jemand befinden. Ansonsten ist natürlich auch noch ein großer Bestandteil die ganzen Abilities, und dort werde ich jetzt euch mal kurz erklären, was die ganzen hilfreichsten sind. Als erstes würde ich sagen, eine Ability, die man immer mitnehmen sollte, ist der Thor's Mjolnir Strike. Das ist dieser Thor's Hammer, der immer von oben wie so ein Junkrift einfach runterfällt, und damit macht man absolute Free Kills. Er geht durch alle Buildings wie ein Junkrift durch, macht dann auch noch richtig guten Damage an den Gegnern, und die Gegner haben immer schon wenig Metz, das heißt, sie macht damit eine Box kaputt, die Gegner haben kaum Metz mehr, haben Damage bekommen und haben eigentlich keine Chance mehr gegen euch wirklich gut zu gewinnen. Und ihr bekommt auf jeden Fall zumindest mal einen ganz großen Vorteil im Vergleich zu den Gegnern. Ansonsten auch noch der Iron Man Beam ist sehr, sehr gut, den könnt ihr natürlich auch genauso aus Kisten wahrscheinlich finden, deshalb gibt es auch mehr Iron Man Beams in der Lobby. Normalerweise kann man den ja nur von Iron Man finden, hierbei aber auch wie gesagt in den ganz normalen Kisten. Das heißt, falls ihr den irgendwo auch findet, dann nehmt den auf jeden Fall mit. Dort geht er durch zwei Layer von Buildings durch und macht ihm halt auch sehr, sehr guten Damage damit. Vor allen Dingen, wenn Leute im Endgame in der Luft fliegen, habt ihr sehr, sehr leichte Möglichkeit, die damit eben halt in der Luft zu hitten. Hat allerdings auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Reload-Zeit. Das heißt, wastet die eure Beams dann eben halt nicht zu sehr. Ansonsten auch generell sehr, sehr wichtige Abilities sind Abilities, die gut durch gegnerische Buildings gehen. Dort wären zum Beispiel einmal She-Hulk's Fist, die machen extrem viel Damage an Buildings. Ihr könnt eben halt einmal so hochspringen und dann eben halt in die gegnerische Box reinfliegen, und damit habt ihr eben halt eigentlich auch gute Möglichkeiten, die gegnerischen Builds komplett zu zerstören, dass sie am besten am Ende gar keine Builds mehr haben. Und ihr habt auch sehr, sehr viele verschiedene Attacken, beispielsweise könnt ihr wegrollen, ihr könnt mit den Fäusten schlagen, macht damit auch sehr, sehr viel Damage mit den She-Hulk-Fists. So eine etwas abgeschwächtere Variante sind im Prinzip die Wolverines-Fähigkeiten, denn da hat man immer nicht diese krasse Sprungattacke, sondern hat immer nur so einen Sprung, der nach vorne geht. Der ist aber immer nicht ganz so hilfreich. Trotzdem kann man den auf jeden Fall mitnehmen, allerdings würde ich She-Hulk-Fists immer bevorzugen. Dann gibt es noch unterschiedlichste Fähigkeiten, die im Prinzip so auch für Buildings zerstörend sind. Beispielsweise hätte man dort den Groot-Baller, damit kann man eben halt durch gegnerische Buildings rollen und man bekommt vor allen Dingen Heal, das heißt, das ist auf jeden Fall dafür sehr, sehr praktisch. Und dann gibt es noch den Wirbelwind von Storm, glaube ich, und damit kann man eben halt auch in so einer Range, glaube ich, von 3x3 irgendwie wirklich alle Buildings zerstören, zumindest mal wirklich sehr, sehr gut damagen. Ist auch definitiv sehr, sehr praktisch. Außerdem könnt ihr eben halt, wenn ihr diesen Wirbelwind benutzt, allen anderen Fähigkeiten ausweichen. Das heißt, den könnt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gut mitnehmen. Ob ihr jetzt Groot's Baller mit den Wirbelwind oder eben halt die She-Hulk-Fist mitnimmt, ist ehrlich gesagt euch überlassen, womit ihr vielleicht auch vorher besser klarkommt, aber an sich sind die drei Abilities relativ ähnlich. Ich würde aber sagen, so von der Reihenfolge, She-Hulk-Fist sind das Beste und die anderen beiden tun sich immer nicht so wirklich viel. Dann gibt es natürlich noch die Dooms-Abilities, dort haben wir einmal die Mystical Bomb und dann noch die Handschuhe. Beides nicht so wirklich gut, die Mystical Bomb ist auf jeden Fall in Ordnung, die macht ganz guten Splash-Damage, aber die Handschuhe sind jetzt immer wirklich nicht so strong, die machen noch 45 Damage, haben nicht mal ein Aim, wie beispielsweise die Iron Man Handschuhe, die auch nicht wirklich gut sind. Und eben halt mit dieser Bomb könnt ihr auf jeden Fall Fire Damage an Buildings machen, das heißt, wenn ihr Gegner aus Wood bauen, habt ihr damit eigentlich Free Kills, aber ansonsten ist das Ganze nicht so wirklich praktisch. Ich hätte euch so empfohlen, ungefähr zwei Abilities mitzunehmen, also eine, die wirklich viel Damage macht, eine, die wirklich viele gegnerische Buildings zerstört, am besten die Kombination irgendwie She-Hulk's Fist oder den Wirbelwind und dann eben halt noch den Thor Strike. Ansonsten hätte ich euch eher nicht empfohlen, beispielsweise eine Sniper mitzunehmen, da könnt ihr einfach Abilities besser mitnehmen. Nehmt einen Heal-Slot mit, zwei Abilities, eine Pumpgun und eine AR, am besten sogar eine Scar, damit ihr möglichst viel durch Buildings durchsprayen könnt. SMG ist auch nicht ganz so hilfreich, nehmt wie gesagt lieber einfach eine Scar oder eine normale AR mit. Und das sind eigentlich so die Tipps und Tricks, die ich euch hier zu diesem Tournament geben kann. Wenn ihr das Ganze befolgt, solltet ihr wahrscheinlich eure leichtesten Earnings ever holen können, denn man bekommt ab Top 500 im Finale schon $600, das heißt $300 pro Person. Das sollte jetzt auf jeden Fall nicht so schwierig sein und werden wir wahrscheinlich frühestens in Winter Royale ungefähr wieder so leicht bekommen können, falls das Ganze natürlich stattfindet. Und ich hoffe, ich konnte euch damit auf jeden Fall weiterhelfen. Ich würde mich natürlich für jeden freuen, der hier seine ersten Earnings holen kann. Und dann, wenn ihr natürlich mich auch dabei live zusehen wollt, wie ich das Ganze zocke, bin ich ab ungefähr 12 Uhr auf Twitch live. Schaut da gerne vorbei und dann hoffe ich, sehen wir uns dort oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.